Ich finde es sehr besonders zu sehen, was sich da in der Zeit entwickelt hat. Und zwar ist das jetzt hier, was im Hintergrund bereits läuft, mein allererstes Gaming-Video, was ich je aufgenommen habe, was ich je aufgenommen und bei YouTube hochgeladen habe. Nicht auf diesem Kanal, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und ich finde es relativ interessant, denn auf diese Idee bin ich erst vor ein paar Tagen gekommen oder relativ kurzfristig gekommen. Ich könnte doch einfach mal der Welt da draußen zeigen, wie mein allererstes Video so aussah, was ich da so gemacht habe, wie die Qualität war. Das Bildformat, ein ganz anderes Bildformat, nicht Full HD, wie man es jetzt kennt, sondern noch mit Balken und allem drum und dran so abgeschnitten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe mir einfach gedacht, ich mache es jetzt einfach mal. Da werden andere einfach mal sehen, wie sich so alles in der Zeit so entwickelt hat, wie man sich selbst so in der Zeit entwickelt hat. Und ich fand es echt. Ich mache es eigentlich gar nicht gerne. Oh, wenn ich das schon so höre, wenn ich das Video sehe. Oh nee. Ich glaube, ihr werdet euch da ablachen können und man selbst ist mal so ein bisschen. Man selbst steht immer so ein bisschen komisch da. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ansonsten ganz normal morgen wieder. Aber ich möchte euch das einfach mal zeigen, wie meine Anfänge so waren. Und dann mit ganz viel Spaß. Bis morgen. Tschüss. Hey zusammen und willkommen zu einem kleinen Let's Play bzw. Review Video. Denn heute möchte ich mich euch ein bestimmtes Spiel zeigen. Vielleicht erkennt ihr es jetzt auch schon an dem Startbildschirm. Denn heute geht es nämlich um den Bus-Simulator 2012. Vorerst erstmal ein paar Eckdaten. Und zwar, dieses Spiel ist jetzt seit circa 2 Monaten zu kaufen. Im Laden sowie natürlich auch im Internet. Im Internet ist natürlich günstiger. Ich glaube, da ist der Preis momentan bei 15,99 €. Ich habe das Spiel gestern für 20 € im Laden gekauft. Aber ich finde, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, denn ich kaufe diese Spiele lieber in den Läden selber, anstatt im Internet. Aber das bleibt ja nun auch euch überlassen. So, heute möchte ich nämlich nicht so darauf eingehen, wie man jetzt mit diesem Bus von Haltestelle zu Haltestelle fährt oder wie die Leute dort ein- und aussteigen. Sondern ich möchte nämlich ein bisschen eher auf die ganzen anderen Details eingehen, auf die man vielleicht nicht so im ersten Moment so achtet. Und zwar die ganzen Einstellungen und die ganzen Bedienelemente später auch im Bus. Denn das ist nämlich ganz schön umfangreich. Und ich finde, darüber mal zu sprechen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um das Ganze zu verstehen. Denn im ersten Moment ist es wirklich eine ganze Menge, die dort von einem gefordert wird. Und deswegen fangen wir jetzt auch sofort an. Und wir beginnen mal hier mit den Einstellungen. Jetzt habt ihr hier zwei Untermenüs, einmal die Grafikeinstellung und die Steuerung. Wir gehen mal auf die Grafikeinstellung. So, hier seht ihr die ganzen Einstellungen, die ihr für dieses Spiel treffen könnt, wie die Auflösung, Helligkeit, Kontrast, Bewegungsunschärfe und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, findet man eigentlich bei jedem Spiel. Also so sieht das mit den Grafikeinstellungen aus. Könnt ihr euch hier schon mal vor ein Bild von machen, was man alles einstellen kann. Was ich euch nicht raten würde, ist, wenn ihr diese Schattendetails oder die Sichtweite würde ich nicht auf hoch einstellen. Dann habe ich mich festgestellt, dass das nämlich ganz ein bisschen anfängt zu haken und das buggt dann alles immer noch ein bisschen. Ich würde es auf off und mittel einstellen, so habe ich es jetzt gemacht. Kann ich es am besten spielen. Und ja, müsst ihr bei euch aber selber gucken, vielleicht klappt es bei euch besser, bei mir ist es auf jeden Fall nicht so gut. Gehen wir mal wieder auf zurück und gucken mal in unsere Steuerung. Hier habt ihr auch wieder 3 Untermenüs, ich finde das auch wieder eine ganze Menge. Einmal Spiele, Spieler, Fahrzeug und Sonstige. Wir gehen mal auf Spieler. Und hier findet ihr die ganzen Einstellungen, die, wenn ihr zum Beispiel aus dem Bus aussteigt, die der Busfahrer denn diese dargestellte Person machen kann, und zwar vorwärts laufen, rückwärts laufen, nach links, nach rechts drehen, Rennen umschalten, Weltkarte aufrufen, Fahrzeug, Interaktion und Screenshot. Ich glaube, das ist auch noch eine einfache Sache, das einzustellen. Ist meistens auch mit Tastaturbelegung und auch Joystick und Gamepad fähig, also ist eigentlich auch selbsterklärend. Gehen wir wieder zurück und gehen auf Fahrzeug. Hier könnt ihr jetzt unter Tastatur, Maus und Lenkrad Gamepad wechseln. Ja, Lenkrad Gamepad ist ein bisschen schwer, muss man wirklich genügend Knöpfe für haben. Deswegen empfehle ich auch hier lieber die Tastatur und Maus. Gehen wir mal rein und jetzt kommen nämlich die ganzen größeren Einstellungen. Also, bis man hier alles wirklich durchschaut hat, vergeht eine Menge Zeit. Das habe ich gestern
Abend auch festgestellt, als ich mir das alles mal durchgeguckt habe. Es ist wirklich eine Menge, die man hier einstellen kann. Also, wenn man das nicht aufschreibt oder wenn man keine Teile davon aufschreibt, könnte das echt schwierig werden. Weil, wie ihr seht, ihr habt hier wahnsinnig viele Einstellungen. Und einige Sachen sind noch gar nicht eingestellt. Also da muss man auch nochmal gucken, wie man was am besten einstellt. Also am besten würde ich euch raten, lest euch das alles wirklich selber durch. Ich finde, das ist eine ganze Menge, die man hier einstellen kann. Und das jetzt hier alles zu erklären, würde echt lange dauern. Denn wie ihr seht, hier rechter Blinker, linker Blinker, Deckenbeleuchtung und so weiter, die Türen, die Türflügelsperre und Scheibenwischer. Also wirklich alles, was ihr euch in einem normalen Bus vorstellen könnt, könnt ihr hier echt einstellen. Also es ist echt eine Menge. Gehen wir wieder zurück. Ja, das gleiche könnt ihr auch für Lenkrad und Gamepad einstellen. Das sind die gleichen Einstellungen, nur halt für ein Gamepad oder ein Lenkrad, falls ihr eins besitzt. Das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Dann gibt es ja noch sonstige Einstellungen. Das ist dann die Mausempfindlichkeit und Empfindlichkeit Mausrad. Also ich müsste da eigentlich nichts verstellen. Ich finde das so eigentlich am besten. Deswegen habe ich diese Einstellung auch so gelassen. Gehen wir auch hier wieder ganz raus und das sind hier halt die Standardbelegungen. Falls ihr alles zurücksetzen wollt, falls euch das alles nicht gefällt, könnt ihr hier raufklicken und dann seht ihr auch Standard zurücksetzen, ja oder nein. Gut, gehen wir hier wieder raus ganz und wir sind auch mit den Einstellungen durch. Fangen wir an mit dem Spiel starten. Denn wenn ihr das Spiel das erste Mal startet, bleibt euch nur diese Möglichkeit hier, denn das habt ihr erst, wenn ihr das Spiel schon einmal mindestens gespielt habt, könnt ihr hier auf Spiel fortsetzen klicken. Was mir aufgefallen ist, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, man kann seine Spielstände nicht richtig speichern. Das heißt, wenn ihr eine Linie gefahren seid und irgendwie Geld eingenommen habt und das Spiel dann ausmacht, beginnt es gleich wieder da in einem Busdepot und ich weiß es nicht, falls die Aussage falsch sein sollte, könnt ihr mich gerne korrigieren. Also ich habe festgestellt, man kann hier in diesem Spiel nicht speichern. Ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber ich finde, wenn man den Rest der Grafik nachher später noch sieht, wird ihr merken, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wir beginnen mit Spiel starten. Entsteht ja natürlich, Achtung, bei einem Neustart wird der aktuelle Spielstand gelöscht. Wirklich neu beginnen. Ja, wir beginnen heute mal wieder neu. Jetzt fängt das Spiel an zu laden. Das werde ich dann mal kurz überspringen. Und da sind wir auch schon wieder, wenn es dann endlich fertig geladen hat. Das hat jetzt ungefähr 3 Minuten gedauert. Es ist jetzt aber auch nicht wirklich große Schritte. So, nun am Anfang müsst ihr erstmal eine Fahrkarte erstellen. Das heißt so, ihr gebt euch hier eure Daten ein. Das heißt, zuerst gebt ihr euren Namen ein. Ich wähle da jetzt den Namen Tutorial. Nee. Let's Play, sagen wir mal. Let's Play. Es ist auch ein Review, aber egal. Männlich, weiblich, natürlich männlich. Und das Geburtsdatum könnt ihr noch einstellen. Ich lasse das erstmal alles so. Und dann klickt ihr auf Weiter. Was jetzt kommt, ist wichtig. Hier steht, notiere die Fahrernummer und das Passwort und bewahre beides gut auf. Das heißt, oben seht ihr hier die Fahrernummer und hier das Passwort. Die Fahrernummer und das Passwort müsst ihr beides notieren, denn wenn ihr das Spiel weiterspielen wollt, müsst ihr nämlich jedes Mal, wenn ihr in euren Bus einsteigt und an der Kasse erstmal alles einstellen müsst, werdet ihr nach eurer Fahrernummer und eurem Passwort bzw. Sicherheitscode gefragt. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr euch diese beiden Sachen notiert, damit ihr später keine Probleme habt, falls ihr schon einen größeres Profil habt, das heißt, wenn ihr schon ein paar Wochen daran gespielt habt, ein paar Monate, wie auch immer. Also wichtig, diese beiden Sachen bitte notieren. Das muss ich jetzt auch schnell machen, sonst kann ich euch nämlich gleich das nicht zeigen. Einmal die Fahrradnummer 1881 und den Sicherheitscode 6103. So, das wäre damit erledigt und wir klicken auf Weiter. Nun habt ihr die Möglichkeit, zwischen Einsteiger und Experte zu wechseln. Am Anfang würde ich euch lieber Einsteiger vorschlagen, denn hier bei Einsteiger kriegt ihr noch viele Informationen, was ihr machen müsst, was für Optionen ihr habt, wie ihr was macht, zum Beispiel den Motor starten und dann die einigen Bremse lösen und so weiter und so weiter.
Also am Anfang würde ich euch auf jeden Fall vorschlagen, auf Einsteiger zu klicken. Bei Experte kriegt ihr gar keine Hilfe. Das heißt, da müsst ihr alles wissen, wo ihr welche Taste habt, was welche Taste für eine Bedeutung hat. Also wir benutzen jetzt auch den Einsteigermodus. So, nun könnt ihr noch eure Uhrzeit und das Datum einstellen. Die Ortszeit beträgt jetzt ja auch 14.10 Uhr. Den Monat April nehmen wir und wir starten das Ganze. Jetzt kriegt ihr am Anfang immer ein paar Informationen, wo auch drüber steht Tutorial. Gehe zur Halle und betätige den Schalter links neben dem Tor. Betrete danach die Halle und gehe zur vorderen Tür des Busses. Steige anschließend in den Bus und drücke die Taste C. Das ist auch das, was eingestellt ist. Das steht auch immer gut dahinter, um hinter dem Lenkrad Platz zu nehmen. Das weiß ich mittlerweile schon, aber das kriegt ihr alles als Information zum Anfang. Finde ich eine gute Sache. Dann schließen wir das Ganze und jetzt seht ihr hier links, zum Beispiel steige in den Bus, ein Taste C. Ja, jetzt kommt wieder eine Information. Könnt ihr euch alles jetzt in Ruhe durchlesen. Also man wird ja am Anfang bei diesem Einsteigermodus reichlich informiert. Schließen wir auch wieder. So, jetzt seht ihr hier auch nochmal links. P für Zündung an, Stufe 1. E-Bordspannung einschalten und so weiter und so weiter. Wir werden uns jetzt mal zu unserem Bus begeben. Beziehungsweise zu unserer Halle. Unsere Busse werden alle stehen. Jetzt stellt man sich hier vor und wenn man sich dreht, steht da Garagentor öffnen und schließen. Da muss man einen Knopf drücken. Das müsst ihr selber entscheiden, welchen Knopf ihr dafür verwendet. Bei mir ist es die Rücktaste und das Tor öffnet sich. Können wir da mal reingehen. Ach ja, und jetzt, wo es mir gerade einfällt, nochmal zur Qualität des Spiels. Also, ihr könnt es vielleicht sehen, diese Qualität des Spiels ist wirklich gut. Es ist hochauflösend. Also, wenn ich mich an den Bus-Simulator 2010 erinnere, ist das wirklich ein großer Fortschritt, den sie hier gemacht haben. Also, die Qualität gefällt mir auf jeden Fall. Aber das werdet ihr auch gleich noch weitersehen, wenn wir uns auf der Straße befinden. Hier ist unser Bus, der ist am Anfang gleich geöffnet, das heißt, man kann da einfach dann reingehen und alles weitere machen. Dazu kommen wir aber gleich. Wir gehen erstmal zu unserem Werkstattplan. Hier befindet sich nämlich die Fahrzeugauswahl. Jetzt bestätigen wir das mal wieder mit unserer Taste. Und jetzt habt ihr nämlich die Fahrzeugauswahl, entweder den Standardbus oder den Gelenkbus. Damit das Ganze noch ein bisschen spannender ist, nehmen wir natürlich mal den Gelenkbus. So, und jetzt können wir uns umdrehen und wir sehen hier unseren Gelenkbus mit drei Türen und diesem Gelenk halt. Jetzt gehen wir noch eine Station weiter, denn hier befindet sich die Fahrplanauswahl bzw. der Dienstplan von Montag bis Sonntag. Wir bestätigen und jetzt haben wir hier unsere ganzen Linien, die wir dann fahren können. Darunter sind auch drei Nachtbusse und zwei Metrobusse vorhanden. Das sieht man hier an diesem N vor diesen Zahlen. Das sind hier die zwei Nachtbusse, da ist noch ein Nachtbus und das sind zwei Metrobusse. Und die hier oben sind auch Metrobusse. Der Rest sind normale Linien ohne große weitere Bedeutung. Hier ist die Übersicht. Zum Beispiel hier Fenglerweg Alt-Lütenberg-Christophstraße. Das wäre die M11. Das ist dann die Linie, die ihr mit dem Bus fahren wird. Ihr fangt bei Grünhaar an und da geht es halt einmal durch die gesamte Landkarte. Und bei Rothaar ist die Endstation, das heißt, da ist dann die Fahrt beendet. Ihr könnt dann entweder die Rückfahrt antreten oder ihr wählt eine ganz andere Linie aus, aber dazu kommen wir auch später. Hier seht ihr die ganzen Abfahrtzeiten, wann denn dieser Bus fährt. Wir haben es jetzt 14.10 Uhr, hier können wir sehen, aktuelle Zeit 14.10 Uhr. Der nächste Bus würde um 14.20 Uhr fahren. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, wir wären 14.14 Uhr schon an der Anfangshaltestelle hier. Dann würde er hier rechts anzeigen, Verfrühung um 6 Minuten. Das heißt, ihr müsstet dann noch 6 Minuten warten, bis ihr dann mit dem Bus abfahren könnt. Finde ich eigentlich relativ realistisch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine gute Idee. Kenne ich von diesen früheren Bus-Simulatoren auch noch nicht, aber das haben sie schon ganz realistisch gemacht. Wir wählen jetzt mal diese erste Sache hier aus. Klicken mal auf Auswählen. So, jetzt haben wir hier noch mehr wichtige Daten. Und zwar ist es einmal die Liniennummer, die Richtung, die Dienstnummer und nochmal die aktuelle Zeit. Und diese Sachen würde ich
an eurer Stelle auch nochmal notieren, denn wenn ihr das nämlich an der Kasse alles eingeben müsst, um diese Linie einzuspeichern, wäre das ein bisschen hilfreicher. Das heißt, die Liniennummer ist die 111 und auch 111 genannt. Die Richtung müsst ihr nämlich dann einschalten, weil er hinfährt und nicht zurückfährt. Dann müsst ihr die Dienstnummer am besten noch notieren. Das ist dann 4 mal die 1, 2914 und die aktuelle Zeit halt. Mehr brauchen wir auch nicht. Wenn ihr euch das notiert habt, reicht das völlig aus, um mit dieser Linie dann auch fahren zu können. Wir schließen das Ganze wieder und gehen mal zu unserem Bus.